Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wenn einer mir nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Lehre uns, dir zu folgen, auf dem Weg deiner Hingabe für uns. Lass uns erkennen, welche Liebe dich gedrängt hat, diesen Weg zu gehen für uns, damit auch wir diesen Weg mit dir gehen. Darum bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest, heute, jetzt und in Ewigkeit. Unsere heutige Katechese in der Fastenzeit widmet sich der Frage der Kreuzesnachfolge. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jüngerschaft heißt Kreuzesnachfolge. Daran lässt Jesus keinen Zweifel, aber es stellt sich schon die Frage, ist das vielleicht auch der Grund, warum so wenige ihm nachfolgen? Wenn Jüngerschaft heißt Kreuzesnachfolge, dann ist man versucht zu sagen, Herr, dann wundere dich nicht, dass so wenige dir nachfolgen. So sah es zumindest Thomas von Kempen in seiner Nachfolge Christi, in der Imitatio Christi. Dort sagt er, dieser geistliche Autor des 15. Jahrhunderts, den so viele, viele Menschen seither gelesen haben, sich daraus genährt haben. Jesus hat jetzt viele Jünger, die im himmlischen Reiche gern mit ihm herrschen möchten, aber wenige, die sein Kreuz auf Erden tragen wollen. Viele hat er, die Trost, wenige, die Trübsal verlangen. Viele findet er, die mit ihm essen und trinken möchten, aber wenige, die mit ihm fasten wollen. Alle möchten mit ihm Freude haben, aber wenige wollen für ihn leiden. Viele ehren seine Wundertaten, aber wenige teilen mit ihm die Schmach des Kreuzes. Viele folgen Jesus nach bis zum Brotbrechen am Abendmahl, aber wenige bis zum Trinken aus dem Leidenskelche. Viele lieben Jesus, solange sie nichts zu leiden haben. Viele loben und preisen ihn, solange sie Tröstungen von ihm empfangen. Aber wenn Jesus sich verbirgt und sie auch nur eine kurze Weile alleine lässt, da klagen sie gleich oder verlieren gar den Mut. Das sind sehr nüchterne, sehr skeptische Worte. Ja, das Wort vom Kreuz erschreckt. Aber trösten wir uns, es ging schon den Aposteln so. Die Leidensweissagungen Jesu sind auf Unverständnis und auf Schrecken gestoßen. Offensichtlich ging Jesus ganz gerade, zielgerade und entschieden auf sein Leiden und auf sein Kreuz zu. Lukas sagt uns einmal, Jesus habe wörtlich sein Antlitz gefestigt, nach Jerusalem gewandt, um dorthin zu gehen. Also ganz entschieden ist er auf sein Leiden zugegangen. Und Markus erinnert uns daran, dass die, die ihm nachfolgten, also seine Jünger, sich fürchteten.
schlicht und einfach. Und ich denke, so geht es vielen von uns. Das Kreuz macht Angst. Nachfolge kann unheimlich sein. Daran hat Jesus keinen Zweifel gelassen. Ein gemütlicher Spaziergang ist es nicht, wenn er seinen Jüngern sagt, seht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und beim Abendmahl, im Ernst und in der Heiligkeit dieser Stunde, sagt er zu ihnen, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, so werden sie auch das eure halten. Jüngerschaft Jesu, das heißt Anteil an seinem Geschick. Am Kreuz, aber auch an der Auferstehung. Der Platz des Kreuzes ist dabei zentral. Aber ist das Kreuz wirklich der Mittelpunkt unseres Glaubens? Manche sagen uns immer nur das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz. Das Kreuz ist und bleibt ein Horror. Die Menschen zur Zeit Jesu wussten das. Sie haben von der Mors Turpissima Crucis gesprochen, etwa Tacitus. Oder sie haben diese Todesstrafe, die ja schon in der vorrömischen Zeit praktiziert wurde, Crudelissimum Terrimumque Supplicium, das grausamste und schrecklichste, die grausamste und schrecklichste Hinrichtung, haben sie es genannt, so nennt es Cicero. Jesus ist diesen Tod gestorben. Tausende und Abertausende zu seiner Zeit sind diesen Tod gestorben. Er war einer von ihnen, einer unter Zahllosen, zu Tod gequälten mit diesem grausamen, unmenschlichen Supplizium, dieser Hinrichtung. Und das sollen wir lieben, das Kreuz lieben, das Kreuz umarmen. Es gab schon von früh an Spott über das Kreuz. Immer wieder wird gerne ein Wort von Goethe zitiert, ein Spottwort von Goethe aus seinen venezianischen Epigrammen, wo er sagt, vieles kann ich ertragen, die meisten beschwerlichen Dinge dulde ich mit ruhigem Mut, wie es ein Gott mir gebeut. Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlange zuwider. Vier: Rauch des Tabaks, Wanzen und Knoblauch und dann macht er nur ein Kreuz im Text. Kreuz, so widerlich wie Knoblauch und Tabak. Spott über das Kreuz. Wir wissen, das Thema ist immer wieder da, wenn über das Kreuz in Karikaturen gespottet wird, aber das ist nicht neu. Das gab es bereits in frühchristlicher Zeit. Sie kennen das Spottkreuz aus Rom, wo man einen Gekreuzigten mit Eselskopf dargestellt hat und darunter steht, gekritzelt, der so und so betet seinen Gott an. Paulus wusste, dass das Kreuz
ist ein Ärgernis. Die Juden suchen Zeichen, fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer mir nachfolgen will, wollen wir das? Kann ich so etwas wollen? Kann ich wollen, das Kreuz auf mich zu nehmen? Ist das nicht krank, lebensfeindlich? Widernatürlich. Der heilige Johannes Chrysostomus, der große Prediger, Bischof von Konstantinopel, hat dieses Jesuswort in seinem Matthäus-Kommentar so ausgedeutet. Wenn mir jemand nachfolgen will, er lässt Jesus sagen, ich zwinge nicht, ich tue niemand Gewalt an, sondern mache jeden zum Herrn seines Willens. Darum sage ich auch, wenn jemand will, denn ich lade zu Gütern ein, nicht zu Übeln und Beschwerden, nicht zu Strafe und Züchtigung, dass ich Zwang anwenden müsste. Vielmehr ist die Natur der Sache selbst geeignet anzulocken. Indem er aber, Jesus aber also redet, redet er noch mächtiger an, denn wer zwingen will, stößt häufig zurück. Milde ist mächtiger als Gewalt. Darum spricht Jesus, wenn jemand will, denn groß, will er sagen, sind die Güter, die ich euch gebe. Es sind solche Güter, dass ihr freiwillig denselben nachstreben müsst. Darum zwingt uns Christus nicht, sagt Chrysostomus. Es handelt sich also um Güter. Das Kreuz wollen, das Kreuz als etwas Gutes betrachten. Niemand ist gezwungen, Jesus nachzufolgen. Also auch nicht sein Kreuz anzunehmen. Aber was motiviert mich? Was bringt es mir? Diese Frage wird heute oft gestellt, vor allem von jungen Menschen, aber nicht nur. Was bringt es mir? Was habe ich davon? Warum soll ich mir das antun, Kreuzesnachfolge? Ich habe bei der Stadtmission 2003 Schwester Elvira eine Frage gestellt. Sie erinnern sich, Schwester Elvira, diese großartige italienische Ordensfrau, die die Gemeinschaft Cenacolo gegründet hat, die in der ganzen Welt inzwischen Niederlassungen hat, um drogensüchtige Burschen und Mädchen aufzunehmen und ihnen einen neuen Weg ins Leben zu ermöglichen. Viele, viele tiefe Heilungen sind durch diese Gemeinschaft möglich geworden, durch die Hilfe Gottes in dieser Gemeinschaft. Wir hatten hier die Freude im Dom bei der Stadtmission, Schwester Elvira, ihr Zeugnis zu hören, hinreißend, wie sie, ich sehe sie noch vor mir, wie sie hier raufgesprungen ist und voller Freude über Christus gesprochen hat und über die Heilung, die er schenkt. Wir durften dann Fragen stellen und ich habe Schwester Elvira folgende Frage gestellt. Wie kann ich das Kreuz lieben? Und sie hat sofort und klar und kurz geantwortet, nicht das Kreuz, sondern den Gekreuzigten. Das war für mich wie ein Schlüssel. Es war wirklich ein Licht. Es geht nicht darum, das Kreuz zu lieben, sondern den Gekreuzigten. Ihm sollen wir nachfolgen.
dem Gekreuzigten und Auferstandenen, mit ihm verbunden sein, mit dem Gekreuzigten, mit seinem Leiden, mit ihm, mit seiner Liebe. Weil er sein Kreuz auf sich genommen hat, will ich mit ihm sein und mein Kreuz annehmen. Ich muss sagen, dieses kleine Wort der Schwester Elvira war für mich wie ein Schlüssel. Genau darum geht es. Er hat mich geliebt bis zum Äußersten. Und deshalb bekommt das Kreuz einen ganz neuen, starken Sinn. Er, der Gekreuzigte, gibt dem Kreuz einen neuen Sinn. Wenn mein Kreuz, das ich zu tragen habe, wenn mein Kreuz von ihm her Bedeutung bekommt, wenn es mich mit ihm verbindet, dann können wir wirklich sagen, wie der heilige Johannes Chrysostomus gesagt hat, dann kann das Kreuz zu einem Gut werden, zu etwas Gutem, zu einem Gewinn, weil es mich mit ihm verbindet. Aber das sieht natürlich der natürliche Mensch nicht. Paulus würde sagen, der fleischliche Mensch. Für ihn ist das Kreuz einfach nur Widersinn, Leid, Zerstörung, es ist ein Unwert. Aber es gibt die Erfahrung, dass sich der Blick wendet, dass das Kreuz Christi und unser Kreuz mit ihm in einem anderen Licht erscheint. Das ist theoretisch abstrakt gar nicht fassbar. Man muss es erleben. Man muss es erleben, dass das Kreuz ein Gut sein kann, eine Gnade. Es ließen sich hier viele, viele Beispiele nennen und wahrscheinlich könnten Sie selber eine ganze Reihe Beispiele erzählen. Ich möchte eines herausgreifen. Es ist ein Zeugnis aus dem Leben der heiligen Theresia Benedicta vom Kreuz, das heißt der heiligen Edith Stein. Wir sind ja heuer in einem Edith Stein-Jahr. Es ist am 9. August dieses Jahres 70 Jahre her, dass sie in Auschwitz in der Gaskammer umgebracht wurde, mit ihrer Schwester und mit vielen, vielen anderen. Sie kennen vielleicht ein wenig das Leben von Edith Stein. Sie stammte aus jüdischer Familie, aus Breslau, gläubige Familie. Aber als Mädchen hat sie sich bewusst für den Unglauben entschieden und mit dem Beten aufgehört. Sie sagt, ich habe mir das Beten ganz bewusst und aus freiem Entschluss abgewöhnt. Brillante Reifeprüfung und dann beginnt sie ihr Philosophiestudium bei Edmund Husserl, dem jüdisch-deutschen großen Philosophen. Einer ihrer Studienkollegen, Adolf Reinach, sehr glücklich, jung, verheiratet, fällt 1917 im Ersten Weltkrieg. Und Professor Husserl schickt Edith Stein zur Witwe Reinach mit dem Auftrag, sie möge doch mit ihr zusammen den philosophischen Nachlass von Adolf Reinach sichten und ihr der Witwe helfen dabei. Edith fürchtet sich sehr vor diesem Auftrag. Sie unternimmt diese Reise mit großer Sorge und Angst. Reinach hatte ihr viel bedeutet, persönlich als Kollege, aber auch als Mensch, mit seiner Güte und Lauterkeit.
Und sie war selber schmerzlich betroffen von diesem Tod ihres Kollegen und stellte sich vor, wie wird sie der Witwe in ihrer großen Trauer Trost bringen können. Doch es kommt ganz anders. Statt wie erwartet einer gebrochenen, trostlosen Frau zu begegnen, begegnet sie einer Frau, die mehr zum Trost für ihre Freunde wurde, als dass sie selber Trost erwartet hätte. Edith Stein schreibt im Rückblick auf diese überraschende Begegnung: Es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz und mit der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt. Ich sah zum ersten Mal die aus dem Erlöserleiden Christi geborene Kirche in ihrem Sieg über den Stachel des Todes handgreiflich vor mir. Es war der Augenblick, in dem mein Unglauben zusammenbrach, das Judentum verblasste und Christus aufstrahlte. Christus im Geheimnis des Kreuzes. Christus im Geheimnis des Kreuzes. Das wurde für Edith Stein die Mitte ihres Lebens und ihres Sterbens. Sie erlebte an der Witwe ihres Kollegen und Freundes Adolf Reinach, ich zitiere einen, der sie gut kannte und darüber schrieb, ein Jesuit, dass die Urerfahrung ihres Glaubens im Tod und in der Auferstehung Jesu gründet. Edith Stein kann bei ihr beobachten, bei der Frau Reinach, dass der Mensch, der an Jesus Christus glaubt, die Geschichte von ihm her versteht, dass er sie aus dem Geheimnis des Kreuzes, das heißt aus dem Geheimnis der Liebe Gottes, deutet. Pater Hirschmann erinnert sich nach dem Krieg an das letzte Gespräch, das er mit Edith Stein, mit Schwester Theresia Benedicta im Karmel von Echt in Holland hatte, kurz vor ihrer Deportation nach Auschwitz. Er sagt, der entscheidende Anlass zu ihrer Konversion zum Christentum war, wie sie mir erzählte, die Art und Weise, wie die ihr befreundete Frau Reinach in der Kraft des Kreuzesgeheimnisses das Opfer brachte, das ihr durch den Tod ihres Mannes an der Front des Ersten Weltkriegs auferlegt war. In diesem Opfer erlebte sie einen Erweis der Wahrheit der christlichen Religion und war für sie geöffnet. Der letzte Schritt hin zur Bekehrung von Edith Stein und damit zu ihrer Taufe war dann die Lektüre der Autobiografie der heiligen Teresa von Avila. Teresa zeigte Edith Stein das Kreuz als Quelle des Lebens. Diese Quelle wird für sie fruchtbar in der Liebe zum Gekreuzigten, in seiner Nachfolge. Die Liebe zum Gekreuzigten. Nachfolge, Lebensschule Jesu, kann nur heißen Liebe zum Gekreuzigten. Denn am Kreuz hat Jesus seine ganze Liebe erwiesen. Niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt, sagt Jesus nach dem Abendmahl. Und Edith Stein schreibt einmal an einen ihrer Studienkollegen und engen Freund Roman Ingarden: Wo die eigene Erfahrung mangelt, muss man sich an Zeugnisse von homines religiosi,
von gläubigen Menschen halten. Davon ist ja kein Mangel, sagt sie. Wenn man diese Erfahrung nicht selber gemacht hat, dann soll man auf die hören und schauen, die sie gemacht haben. Und an denen ist kein Mangel. Ich glaube, eine der ganz wichtigen Dinge, vor denen die Kirche heute steht, ist, dass wir lernen, über diese Erfahrungen zu erzählen. Die Kirche ist eine Erzählgemeinschaft. Solche Geschichten wie die von Edith Stein, aber auch die, die wir machen in unserem Leben, davon erzählen. Das ist das Entscheidende an der Mission. Das ist nicht den anderen am Westenknopf packen und ihm lästig sein, sondern erzählen, was wir erfahren haben. Oder erzählen lassen die, die es erfahren haben. Die Kreuzeswissenschaft, so nennt Edith Stein ihr letztes Werk, das kurz vor ihrer Verhaftung am 2. August 1942 vollendet wurde. Die Kreuzeswissenschaft ist ganz und gar ausgerichtet auf die Kreuzesnachfolge, wie sie Edith Stein im Leben des heiligen Johannes vom Kreuz vorgelebt sieht. Sie sucht Zeugen für diese Erfahrung und findet in Johannes vom Kreuz einen ganz besonders bevorzugten Zeugen der Erfahrung in der Lebensschule Jesu, die Erfahrung der Kreuzeswissenschaft. In Johannes vom Kreuz sieht Edith Stein einen Meister, der nur dieses eine Ziel hatte. Ich zitiere sie: die Verähnlichung mit dem Geliebten in allen seinen Phasen, Leben, Leiden, Sterben, Tod und Auferstehung. Die Verähnlichung mit dem Geliebten. Das ist die Grunderfahrung eines Johannes vom Kreuz. Das ist die Grunderfahrung eines Paulus. Paulus, Jude wie Edith Stein, aber gläubiger Jude, nicht religiös distant wie sie, der sich selber als gesetzestreuer Jude bezeichnet. Paulus, der von sich sagt, er habe Jesus, unseren Herrn, gesehen, der von sich sagen kann, Gott habe ihm seinen Sohn geoffenbart. Dieser Paulus, der Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist, der ist ganz und gar auf die Liebe zum Gekreuzigten konzentriert. Er will nur mehr Christus kennen und nur mehr Christus verkündigen als den Gekreuzigten. Man spürt in seinen Briefen diese ganze Leidenschaft für Christus und sein Kreuz. Für ihn, für Paulus, ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Vor allem im Galaterbrief, der so eine Art kleiner Autobiografie des Apostels ist, kommt das mit fast sagen explosiv zur Sprache, die leidenschaftliche Liebe zu Jesus, dem Gekreuzigten. Da sagt er: Ich bin mit Christus gekreuzigt.